Scheint ja doch nicht so schlimm zu sein, wie ursprünglich angenommen. Ne, ist ja erst der vierte Tempel, oder? Ja, genau. Der vierte von acht. Wow, tauchen? Haben wir, könnt ihr nichts vormachen, ihr komischen Stahldinger. So. So. Gut, tauchen. Und raus. Ach ey, die Stachy-Dinger da, ja, müssen wir wohl mit dem Schild wieder ausrücken. Ah, und das scheint jetzt durchaus geheim. Nein, geheim ist es nicht, gemein zu sein, weil hier brauchen wir die Feder. Und hey, einmal, zweimal, zack. Passt. Ja. Und wir fahren wieder mit der Lore. Tralali und tralala. Und wir schalten da gleich um, weil da müssen wir sicher hin. Gut, ouch, danke. Mensch! Ach ja, das ist die Frage, was machen wir? Gehen wir hier durch? Nee, wir werden zuerst mit der Lore wieder zurückfahren, weil ich brauche hier, glaube ich, dann den zweiten Schlüssel, also einen zweiten Schlüssel. Und ich vermute mal, da drüben bekommen wir vielleicht einen zweiten Schlüssel. Man weiß es nicht genau. Ja, wir bekommen hier einen Schlüssel. Der wird wahrscheinlich genau ins Wasser fallen. Oh, echt? Ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Und wir werden die Krüge mal durchsuchen, weil ich bräuchte ein Herzchen. Wäre nicht schlecht. Ich meine, brauche ich nicht unbedingt, aber wenn die Herzanzeige voll ist, ist es natürlich besser. Und drum gucken wir einfach mal. Oh, ein Rubin. Toll. Weil ich ja kein Geld habe, ne? Ah. Naja. Gut. Also wir gehen hier durch. Flipp. Ah, die Eulenstatue haben wir auch schon lange nicht mehr. Ich habe so eine Vermutung, auch wenn ich das Spiel blind spiele, habe ich die Vermutung, dass mir die Eulenstatue sagt, hey, wenn du springst mit Pegasus-Kernen, dann springst du weiter und so. Mehr Tempo führt zu weiteren Sprüngen. Ach, echt? Ja, woher habe ich das jetzt gewusst? Das ist ganz einfach erklärt, weil da oben sind doppelte Abgründe und über die würde ich sonst nicht rüberkommen, wenn ich das nicht wüsste. Und ich weiß es ja aus Oracle of Ages. Aber hier haben wir ja das noch nicht erfahren. Hui! 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 Genau. Okay. So, und jetzt sind wir wieder irgendwo anders. Ja. Müssen wir wieder Loren fahren. Also diese Lorenfahrten nerven etwas. Okay, da muss ich dann scheinbar... Ach, ich glaube, ich bekomme das Blasrohr. Und dann muss ich hier mit den Loren fahren und... ach ja, lass mich in Ruhe. Was willst du? Kein Gegrüß, wie wär's? 10 Glutkerne. Ja, ist okay, danke. Hätte ich zwar wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ich habe genügend Geld, so ist es ja nicht. So. Ein kleiner Schlüssel. Wunderbar. Oh. Das ist ja toll. Ja, und ich guck mal hier nach. Obwohl, nee, da komme ich wahrscheinlich ja nur hier oben hin. Ja. Ja, und ich werde hier echt vermutlich mal das Blasrohr erhalten. Glaube ich zumindest, ich weiß nicht. Oh. Meine wahre Gestalt bleibt im Dunkeln verborgen. Ach, wirklich? Immer blöd, dass solche Gegner immer so dumm sind und zwei Fackeln hier stehen haben. Ja. Uha. Hab dich getroffen. Ach ja. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen, wenn es dunkel und wenn es hell ist? Ah, verstehe, wo der Schatten ist. Ja. Alter. Ja. Stirb, Bösewicht. Alter. Kannst du nicht einfach sterben wie jeder andere Gegner auch? Ich muss wirklich die anzünden, damit das funktioniert.
Wie gemein ist das denn bitte? Wie viel hält der bitte wieder aus? Na toll, ich lass mich nach der Reihe schön treffen. Ja, und er ist kaputt, das ist gut. B bitte, danke. Ich wollte mich eigentlich nicht zurück teleportieren, aber naja. War ein Versehen. So, gut, wir haben den Boss geschafft, das ist schön. Wir gehen hier nach rechts. Ein Typi! Was du suchst, liegt im Auge. Schon wieder. Wo gibt's hier wieder? Wo soll es hier ein Auge geben? Ein Auge. Ach so. Ja, was ist da? Mensch. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Auge sein soll. Ja, müssen wir wohl oder übel die ganzen Wände einfach durchsuchen. Weil ich weiß nicht, wo hier ein Auge ist. Nee. Gut, das wäre jetzt auch zu offensichtlich. Oder? Ja, weiß man nicht. Oder vielleicht doch da. Ja, was weiß ich. Mal gucken. Schauen wir mal hier rauf. Hier? Könnte auch sein. Autsch. Nee. Hier? Hier vielleicht. Nee. Oder? Ja, was weiß ich. Na egal. Wir sehen mal nach, wir sehen zu, dass wir hier nach unten kommen. Loren. Ich schon wieder. Ah, und so tolle. Sehr schön. So, ich habe einen Boomerang. Danke. Ja, dann fahren wir eben zuerst hier lang. Ist auch okay. Oh, es sind viele böse Geister. Und Boden, der nach unten bricht. Da wäre natürlich jetzt der Ring doch etwas praktisch. Ich habe den Geist nach unten geworfen. Das ist interessant, dass das überhaupt geht. Ja. Geist, kommst du? Danke. Autsch. Und irgendwas ist aufgegangen. Wahrscheinlich ja, das da oben. Schön. Oder ist hier das Auge gemeint? Weiß man nicht. Er geht weg. Heieieiei. Kann ich das aufheben? Ne. Versuch was wert. Kann ich hier sprengen vielleicht? Ne. Hier? Ne. Gut, dann gehen wir da durch. Oh, eine Eule mit Arcanum-Kernen bestreuen. Flup. Ein geschützter Körper sieht mit ungeschütztem Auge. Ach ja. Toll, was das jetzt auch immer zu bedeuten hat. Aber ich weiß nur, ja, dass ich schon wieder fast am Sterben bin. Ist nichts Neues. Und ich weiß nur, dass ich hier noch nicht rüber kann. Und wenn es blöder geht, jetzt wieder mal schlüsselmäßig alles vergeigt habe. Aber naja. Nein, hier kann ich definitiv noch nicht rüber. Gut. Ja, dann gehen wir eben wieder nach oben und hier runter und ouch. Und lass uns natürlich von alles und jeden treffen. Ich bin jetzt mal überlegen, ob das eine gute Idee ist, weil hier kann ich ja definitiv wieder nicht ausweichen. Bedeutet, ich sollte vielleicht nach Möglichkeit irgendwo ein Herz suchen und da waren ja Krüge. 3, 6, kann ich mir erzählen. Egal. Ja, zumindest 1, 2 Herzen. Ja, besser als nichts. Gut.
Ja, irgendwie war ich schon mal besser, habe ich das Gefühl. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Hey! So. Boomerang schießen. Und Feder. Boah, Glück gehabt. Okay! Gut, das Zeugs erreichen wir nicht. Hier ist auch nichts, okay. Ja. Oh. Oh, und ich bin schon wieder fast im Sterben. Wie üblich. Hallo? Hallo? Na gut. So, danke. Ach ja. Jetzt kriegen wir ein Problem hier mit Boden, der runterbricht. Das ist toll. Wow. Nein. Na super. Oh. Ich bin gestorben. Nein. Das gibt's ja nicht. Sichern und fortsetzen. War wahrscheinlich jetzt blöd, weil wenn ich den Schlüssel wirklich vergeigt habe, dann komme ich jetzt nie wieder hin. Aber naja. Ist egal. Kommen die Herzen noch aus? Nee. So. Da muss man rüber. Ja, das ist gut. Die Lore hat den gleich aus dem Weg geräumt. Und nach unten. Boah, diese Lorenraserei hier, die ist schon etwas nervig, muss ich sagen. So, da geht's rüber. Jetzt machen wir es besser, nämlich Pegasus. Rüsten wir mal auf die schnelle Pegasus-Kerne aus. Flup. So. Und laufen schneller. Wie der Wind, quasi. Ja, die reichen. Hier, das da. Oh, du erhältst die Schleuder. Okay, nicht. Ich erhalte kein Blasrohr, ich erhalte eine Schleuder. Ist auch okay. Schön. Ja, und ich habe was getrunken. Wähle Kerne aus und schieß los. Gut. Wie sieht das jetzt mit der Schleuder aus? Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie mit dem Blasrohr. Nee, ist nicht. Weil das Zeug prallt nicht ab. Okay. Na gut. Zack. Ja, das bedeutet, mit der Schleuder ergeben sich wieder ganz viele tolle neue Möglichkeiten. So und so zum Beispiel. Genau. So, und jetzt müsste eigentlich... Ja, jetzt komme ich hier runter. Und hier runter. Sehr schön. Das war eigentlich genau das, wo ich hin wollte. So. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Gut. Und hier, ja, das sind jetzt diese tollen Sprungeinlagen mit getimte Pegasus-Sprünge und so. Hui, hui. Und ich habe keinen Schlüssel mehr. Na toll. Okay. Ja, dann muss ich wohl übel doch wieder zurück. Schade eigentlich. Und es ist interessant, ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich erwähne es irgendwie bei jeder oder fast jeder Aufnahme. Normalerweise läutet mein Handy nie. Echt ganz selten, ja. Aber nur kaum... Nee, kaum wieso... Ah, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Kaum fange ich zum Aufnehmen an. Läutet es. Ich bekomme SMS, was weiß ich, alles mögliche. Ja, ist schon merkwürdig irgendwie, oder? So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich werde jetzt die Schleuder auspacken und hier mal rüber. Zack. Ja, es funktioniert ja super. Autsch. Und wir fahren los. Machen wir den Spaß nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier genau hinkommen. Aber naja. Ja, ich muss die Gegner hier besiegen, wie es aussieht. Seid ihr? Gegner, wo seid ihr? Hier. Ja, fällt beide runter. Gefällt mir auch gut. Ups. Autsch. Ja, ich bin schon wieder am krepieren. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
konnte Zelda-Spiele schon mal besser. Waren da nicht früher mein Herzen? Oh, danke. Ja, hauptsächlich laufe ich wieder mitten rein.